Ja, willkommen zu einem weiteren Interview von Gesichter der Medienbildung. Heute heißen wir Sina Leppert, herzlich willkommen. Um mich einmal kurz vorzustellen, ich bin der Max, studiere in der Universität Siegen Medienwissenschaften und mache hier bei Kommunikation und Medien im Verein ein Praktikum in Freiburg. Und genau, vielleicht willst du dich mal kurz vorstellen, Sina? Ja, ich bin Sina. Ich komme auch hier aus Freiburg und bin hier als Fotografin tätig. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zur Fotografin und bin jetzt selbstständig, genau in der Fotografie hauptsächlich unterwegs und mache auch bei euch immer mal wieder Workshops, schon seit einer Weile, auch schon seit der Ausbildung, genau. Ja. Ja, dann komme ich zu der ersten Frage. Was war denn deine beste, schönste bzw. eindrücklichste Erfahrung in der medienpädagogischen Praxis? Ja, also ich glaube allgemein so finde ich immer am schönsten für die Arbeit, wenn ich sehe, dass die Kinder voll stolz sind auf ihre Fotos. Also ich mache ja hauptsächlich Fotoworkshops und es freut mich halt immer voll, wenn die Kinder stolz sind und was Schönes gemacht haben und selber gut finden und Spaß dabei haben. Mir ist eine Geschichte eingefallen, da waren noch Präsenzworkshops, also noch vor Corona. Und da hatten wir einen Workshop in der Stadt und haben Porträts gemacht von den Kindern gegenseitig. Und ein Kind hat sich so ein bisschen abgesondert und hat man halt so gesehen, wie es immer wieder Passanten anspricht. Und wir haben sie halt einfach gelassen. Und dann kamen sie später mit ultraschönen Fotos von Leuten einfach auf der Straße. Und die war noch total jung, also die war so 8 oder 10 und hat wunderschöne Fotos gemacht. Und wir waren voll begeistert und sie war halt so ganz offen und die Leute haben auch ganz offen in die Kamera gelacht. Das war voll das schöne Erlebnis irgendwie, ja. Und warum wolltest du dich schon immer mit Medienpädagogik befassen und wie bist du vielleicht auch dazu gekommen? Ja, genau. Also das war bei mir gar nicht so, ich habe mir das gar nicht so vorgenommen. Es ist eher so ein bisschen passiert. Also ich habe eben so eine Ausbildung gemacht als Fotografin in der Gertrud-Lückner-Gewerbeschule in Freiburg. Und da, glaube ich, war das so, dass ich selber noch in der Ausbildung war und dann ich weiß gar nicht mehr, wer das war, kam jemand von Kommunikation und Medien in die Schule und hat die Fotomediale vorgestellt. Und da war auch die Fotomediale. Ich weiß nicht, soll ich dazu was erzählen zur Fotomediale ein bisschen? Ja, kannst du gern machen. Genau, also das ist eben dieses Kinder- und Jugendfestival für Fotografie in Freiburg. Es findet einmal im Jahr statt. Und da können externe Kinder aus Freiburg sich anmelden, aber das ist eben auch in Kooperation mit Schulen und eben auch mit der Gertrud-Lückner-Schule. Und da war ich eben am Anfang auch einfach dabei, bei Workshops und so. Und da wurde das Projekt City Kids vorgestellt. Und City Kids ist auch ein Projekt von euch, so ein Patenschaftsprojekt mit Kindern, die Flüchtlingserfahrungen haben. Da habe ich dann einfach mitgemacht. Das fand ich dann irgendwie spannend, das Projekt, und habe mich dann da angemeldet sozusagen als Patin und habe dann so ein Patenkind übernommen sozusagen, also ein Kind, das ganz neu in Deutschland hier ankam. Und wir haben uns einmal die Woche getroffen und haben irgendwie Sachen miteinander gemacht. Und dadurch bin ich irgendwie so reingekommen bei euch in Kommunikation, zu Kommunikation und Medien. Und irgendwann hat mich mal jemand gefragt, glaube ich, ob ich einfach mal einen Workshop machen will mit ein paar Kindern von City Kids. Also die Kinder habe ich auch schon gekannt und so. Und dann habe ich das gemacht und habe gemerkt, es macht einfach total viel Spaß. Ich mag Kinder einfach mega. Und ja, die Arbeit ist schön. Ich finde es auch total wichtig. Und dass die Kinder irgendwie mit Medien was zu tun oder jemand an der Hand haben, der ihnen so ein bisschen was zeigen kann. Wie man das macht. Also ja, ich finde, Kinder werden oft so in diese Medienlandschaft einfach reingeworfen. Und und es ist, glaube ich, gut, wenn man sie ein bisschen an der Hand nimmt und ihnen ein paar Sachen zeigt einfach. Es ist einfach schön, finde ich, Kinder zu helfen, dass sie kreativ sein können. Und die Fotografie, finde ich, ist ein ganz tolles Medium, um das zu machen. Also ist dein Hauptschwerpunkt quasi die Fotografie oder hast du noch andere Schwerpunkte, die du mit der Medienpädagogik verknüpfst? Hauptsächlich Fotografie, auf jeden Fall. Ich habe jetzt immer mal wieder auch Workshops gemacht zu Bildbearbeitung, was ich auch total spannend und wichtig finde, so dass die Kinder auch ein bisschen mitbekommen, was man mit Bearbeitung machen kann und was einfach auch
im Internet nicht stimmen kann, sozusagen. Also wir versuchen dann immer, ihnen Bilder zu zeigen und dann zusammen zu überlegen, ist das jetzt ein reales Bild oder ist da dran was gefotoshoppt oder gearbeitet worden? Und mit den Kindern halt rauszufinden, wie man das rausfinden kann, ob ein Bild real ist. Natürlich, manchmal ist es unmöglich, selbst für mich, das rauszufinden, ob das wirklich ein echtes Foto ist. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, glaube ich, dass die Kinder es ihnen schon mal bewusst ist, dass nicht alles echt ist, was sie da im Internet sehen. Und genau, und so ein paar Punkte vielleicht haben, um das rauszufinden, was echt und was nicht echt ist. Und dann einfach kann man einfach wieder wahnsinnig kreativ sein mit Bildbearbeitung. Kinder können sich total austoben und ihre Welt so ein bisschen auch zeigen irgendwie. Ja. Und dann sind deine Hauptzielgruppen die Kinder oder hast du auch Projekte mit anderen Erwachsenen oder so? Ich habe schon hauptsächlich mit Kindern Projekte gemacht, genau. Ab und zu mal mit Jugendlichen, so ein bisschen Ältere, das finde ich auch total spannend. Da haben wir auch schon so Porträt-Workshops gemacht, wo wir Selbstporträts gemacht haben und so ein bisschen überlegt haben, der Unterschied zwischen dem Selbstporträt und dem Selfie. Also, dass wir uns nicht so darstellen wollen für die anderen, sondern eher so drüber nachgedacht haben, wer sind wir eigentlich, wie zeige ich mich auf einem Foto und da einfach so ein bisschen drüber gesprochen haben und das ausprobiert haben. Das ist natürlich ganz anders mit Jugendlichen als mit Kindern. Die sind da auch noch viel offener. So, die stehen noch viel offener vor der Kamera. Umso älter sie werden, umso mehr denkt man einfach auch drüber nach, wie sehe ich überhaupt aus auf dem Foto. Genau. Und was nimmst du bisher aus deiner Zeit so mit? Was hast du gelernt vielleicht? Was hättest du gerne, was längerfristig vielleicht medienpädagogisch auch in der Praxis verändert oder umgesetzt wird? Also man lernt, finde ich, immer wieder von Kindern, wie sie die Welt so sehen irgendwie. Das ist einfach anders und man ist so überrascht, was sie wie wahrnehmen, glaube ich. Da habe ich jetzt gar kein so Beispiel, aber ja, und ich denke, Medienpädagogik ist einfach schon mal, finde ich, total wichtig, dass es immer mehr gemacht wird, weil die Kinder, wie gesagt, habe ich schon gesagt vorhin, die werden einfach so in die Medienlandschaft reingeworfen und gerade jetzt in dieser Zeit sitzen alle zu Hause vor einem Rechner und keiner führt sie irgendwie oder zeigt ihnen irgendwie, wie sie das alles richtig nutzen können und was sie auch so, wie sie das Beste aus dem ganzen Internet rausholen können. Und was hat sich für dich bei der medienpädagogischen Arbeit verändert hinsichtlich der Corona-Pandemie? Du hast das jetzt schon ein bisschen gesagt mit der Digitalisierung und so, aber was hat sich jetzt für dich jetzt hinsichtlich der Digitalisierung verändert? Also für mich hat hauptsächlich sich geändert, dass die Kinder jetzt vor einem Bildschirm sitzen und ich sie nicht mehr so real sehen kann. Es hat Positives und Negatives. Am Anfang war ich sehr kritisch oder halt hatte sehr Respekt davor, das online zu machen alles, weil ich es mir nicht so vorstellen konnte, wie man das macht. Aber dann haben wir es einfach gemacht und es hat erstaunlich gut geklappt, finde ich. Und man hat auch gemerkt, es gibt auch Positivsachen. Zum Beispiel, man hat ein ganzes Kinderzimmer an Utensilien zum Benutzen, zum Fotos machen. So, das hat man sonst nicht. Sonst muss man immer überlegen, habe ich dann genug von irgendeinem Utensil, das man braucht? Und so kann man überlegen, was ist in jedem Kinderzimmer und jeder hat es auf jeden Fall. Also es hat Vor- und Nachteile, finde ich. Aber ich freue mich auf jeden Fall trotzdem mega wieder, wenn ich die Kinder in Präsenz sehe. Und ja, es entsteht einfach nochmal was anderes, finde ich, in Präsenz als nur online. Also das Miteinander ist nochmal ein bisschen näher einfach. Aber erstaunlicherweise geht es auch online. Man bindet doch, man baut doch schon irgendwie was auf so. Was würdest du dir wünschen für die Zukunft von der Medienbildung und was wäre für die Medienpädagogik vielleicht wichtig? Also wichtig ist auf jeden Fall, dass wir immer weiter lernen, weil sich das Internet auch so rasend schnell verändert und immer mehr Tools gibt und irgendwelche Plattformen. Also ich glaube, man muss einfach wahnsinnig am Ball bleiben, dass man sich immer weiterbildet, gerade im Internet.